Also ich habe eine inkomplette Querschnittlähmung. Das heißt, bei mir ist das Becken betroffen und die Füße unten. Ich kann mit Krücken gehen, die Kniegelenke werden extrem beansprucht, die Hüften werden extrem beansprucht, der Rücken. Mit meiner Lähmung, weil ich halt die Füße unter einer bewegen kann, kann ich da nichts austarieren. Und das ist halt nur wie ein Brett. Das geht aber alles über die Knie. Die Knie machen dann das, was eigentlich die Füße unten machen. Jetzt mittlerweile ist das für mich gar nicht mehr das Thema, das Umfallen, weil ich weiß, ich stehe sicher. Also wenn ich aufstehe, weiß ich genau, wie ich tun muss, dass ich mich von Rollstuhl außerhebe und dann stehe. Und wenn ich einmal auf die Vier stehe, dann geht es ja. Aber der Weg bis dahin oder dann der nächste Schritt, das war am Anfang immer volle Überwindung, weil am Anfang nimmst du den Fuß und du spürst den Vierer stehen und der wandert dann nach rechts oder nach links und du weißt nicht, wie du das halten sollst. Und jetzt geht einfach der Schritt gerade noch vor, man setzt ihn am Sattel auf und das ist einfach, irgendwie spült sich das jetzt immer mehr ein. Und das heißt, ich will einfach stabiler beim Gehen. Und wenn jetzt auch Unebenheit daherkommt, habe ich nicht die Angst, jetzt fahre ich genau da drüber. Oder wie packe ich das jetzt, wenn da jetzt Stufen kommt oder gerade wie es draußen, wenn du in der Wiesen gehst, wenn da Unebenheiten sind. Da bin ich am Anfang oft umgefallen. Ich meine, der Wiesen ist zwar nicht so tragisch, aber das ist jetzt gar nicht mehr, das kann ich jetzt schon austarieren. Das heißt, wenn da eine kleine Mulde ist, steige ich da rein, ich trariere das aus und gehe im nächsten Schritt weiter. Und das merke ich halt einfach, dass ich da viel sicherer bin und einfach auch mich viel wohler fühle beim Gehen. Und nicht jede Sekunde Angst habe, dass jetzt gleich wieder irgendwas passiert. Ja, voll cool. Gefreut mich schon. Wie ein Freund gesagt hat zu mir, sagt er, das bisschen Querschnitt, das hast du gleich.